Drop the bass. Hallo, schön, dass ihr wieder bei der schreienden Sims 3 100 Baby Challenge reinschaut. Und jetzt fängt auch noch das zweite Kleinkind an zu schreien. Jetzt bekommt zur Schreishow. Und ja, eine ist wach, zwei schlafen noch. Das ist der Morgen. So wie es halt schön ist. Gut, du bist duschen gleich fertig. Du bist gleich wach. Dann das. Du hier einmal kuscheln, Windel wechseln und auf den Boden füttern. Und das eine Schreikind beruhigen. Du gehst duschen. Wie sieht es mit dir aus? Ach, brauchst noch ein bisschen, bis du wach bist. Ah, und das dritte Schreikind ist wahr. Gut, vielleicht machst du dann doch hier. Und du nicht. Paula hat Stimmungsschwankungen. Bitte einmal drei rundum. Du bist ja ein liebes, braves Kind. Du gut erzogen. Und Mama willst du doch stolz machen. Und dass du bloß nicht wieder versuchst, irgendwo Sprengfallen zu installieren. Das möchte ich gar nicht haben. Was ist jetzt los, Olivia? Dir geht's doch ganz gut. Geh aufs Töpfchen. Beruhig dich. Entspann dich. Beruhig dich. Gut. Geh doch. Sehr schön singst du auf der Dusche, Paula. Dann darfst du auch Herbstsalat essen. Sehr schön. Sehr elegant. Du machst dich auch fertig und du darfst Frühstück servieren. Waffeln. Pfannkuchen hat mir schließlich beim letzten Mal. Und Olivia hat mir erstmal Sally hochgenommen. Sehr schön. Wo bist du eigentlich? Ah, da hinten. So, dann darfst du hier spielen. Ja, du kriegst doch schon dein Essen. Du kriegst doch schon dein Essen. Lauf du mal hier hin. Dann darfst du nämlich gleich auch das Töpfchen benutzen und dann da spielen. Schön ruhig, ganz entspannt. Alles ist ruhig. Wir werden alle ganz ruhig. Wir entspannen uns. Sehr schön. Und dann darfst du frühstücken, Herbstsalat, weil deine Mutter noch nicht das Essen fertig macht. Ach stimmt, du wolltest ja deine Hausaufgaben machen dann. Kannst du die jetzt machen? Vielleicht kriegst du es ja noch hin, bevor der Schulbus kommt. Eine 50 Minuten hast Zeit. Vielleicht auch nur 45. Je nachdem, wie schnell du brauchst, um dich hinzusetzen. Sieht dann 45 aus. Boah, wird schon klappen. Zu sehr anstellen. Gut. Auf jeden Fall sind alle gut fürs. Alles sind gut versorgt. Alles ist entspannt. Alles ist relaxed. Dann bitte Pfütze aufwischen, leeren. Okay, vielleicht doch nicht leeren. Wie sieht's mit den Hausaufgaben aus? 52%. Okay, das reicht dann doch nicht. Dann geh mal zur Schule. Rechnungen bezahlen. Alles kein Problem. Alles lässig. Und du wolltest den irgendwas einladen. Wo ist er? Zu viele Familienmitglieder. Nach Hause einladen. Bist gestern nicht gekommen. Du hast ein Kind bekommen. Lass dich hier blicken. Also einmal. Aber gab es Geld und bessere Schulleistungen. Sehr gut. Ist halt super, Kinder. Mit Nelio sprechen. Nelio wohnt leider nicht mehr hier. Der hat keine Zeit. Probier's in 4 Stunden nochmal. Okay. Können wir dann einfach sonst jemanden nochmal kennenlernen? Elias Frost. Plaudern wir einfach mal.
Crunch. Probier mal Elias Frost. Auf jeden Fall lernen die Kinder schön fleißig. Ihr plaudert noch ein bisschen. Oh, du bist einsam. Gut, dann vielleicht doch nur zweimal noch telefonieren. Hungermäßig. Okay, kannst auch schon eine Flasche geben machen. Ja, wenn du informiert in der Nacht aufhören zu schreien, ist das wird jetzt noch nicht geschlafen. Sonst kannst du diese Nacht nicht schlafen. Ist mir egal, wenn ihr schon wieder anfangt zu schreien. Ich sag dir ja schon, Schreitag. Schreibabys. Alle Teenager wollen zum Mausoleum. Kein Problem, dürft ihr machen. So, dann einmal mal den Papa nach Hause ein. Und du wolltest die Hausaufgaben machen. Und du darfst auch die Hausaufgaben machen. Yeah, ja, komm vorbei. Und ich meine nicht gleich die Meldung hinterher. Auch tut mir leid, konnte. Da ist mir was dazwischen gekommen. Ja, super. Probieren wir noch einmal. Dann rutsch mal. Er kommt vorbei. Und doch nicht. Okay, dann dreimal nicht die Beziehung. Dann gehen wir halt wohin? Gehen wir nochmal zum Kunstmuseum. Wen trifft man denn hier? Da freut sich nochmal jemand. Marty Keaton freut sich auch auf einen Besuch. Im Kunstmuseum. Sehr schön. Dann schauen wir doch mal kurz Romantik. Nochmal kurz Pause. Und Ethan Bunch. So, Ethan Bunch hatten wir auf jeden Fall schon mal, Marty. Nee, den hat man noch nicht. Dann gehen wir nach oben. Begrüßt ihn einmal. Edmund, sitzt auf Felicitas Spitz. Das ist nicht möglich. Body Wainwright, Susan Wainwright. Oh. Nichts Fehlers. Nun, wir gehen bis Kenner, ist neurotisch freundlich und lebt die Natur. Jazzy, zip, zip. Goes with Tim. Mit Marty flirten. Klar, Mama. Freuen wir uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen besser an. Fahren wir nach der Kehle, so immer ein bisschen. Damit es gut ausgeht, ich muss schon schauen. Ja, die haben viel Geld. Sehr schön. Nein, wir wollen nicht gemein sein. Ein bisschen über Kunst reden. Er ist auf jeden Fall jetzt ein Freund, romantisch. Flirten wir mal mit ihm. Machen einen Kolkettenwitz. Athletisch. Eine Profikarriere. Man sieht, wie sportlich du bist. Frag mal nach einem Sternzeichen. Du hast einen super Charakter. Mama mir mal und aussehen. Sieh mal, wie sportlich er ist. Das ist eine Beziehung mit Justin. Ja, das ist uns völlig egal. Weil er möchte ja mehr von uns, hat er gleich am Anfang gesagt.
Matcha. Gut, ich schon mal mit dem ersten Kurs. Von mir ist sie einfach kompatibel und er mag es ja einfach. So, wer ist noch da hinten? Ah, das ist Lisa. Boah, die ist ein bisschen traurig. Nee, Rotzlöffel. Ja, ich habe zwei Fahne. Aber wenn er einen nicht will, zum Namen sagen. Langsam wird es auf sich, dass zwischen Lucy und Marty was läuft. Bestimmt wollen sie es langsam angehen, als sich Nia verletzt fühlt. Naja. Wir wollen einfach nur ein Baby. Mehr nicht. Ganz langsam. Naja, nicht langsam. Lieber schneller ein Baby. Oder zwischendurch noch kurz auf die Toilette gehen. Fertig. Oh, Libby hat gemalt. Und weiter geht's. Elise. Das ist deine Mutter. Probier mal. Baby machen mit Marty Kitten. Gesundheit. Okay, mir hat das nicht geklappt, glaube ich. Probier mal nochmal, Nein, danke. Was muss man denn noch machen, um dich zu locken? Aufflüstern. Tief in die Augen blicken. Küssen. Wange streicheln. Umschmusen. Okay, ich kümmere euch vielleicht dann kurz dann noch um die Kleinen. Ich glaube, die haben Hunger. Ja. Und ja, warum sind die überhaupt beide schon im Bett? Also bin ich immer kurz gefüttert. Und wir machen da mal noch ein bisschen länger rum. Vielleicht machen wir einfach da den Ruf weg. Ich bin's nicht da. Weiße Weste. Ustester. Ja, you won. So, jetzt steht's hier auch Baby machen. Aha.
Charizard. Miss Electini. Und jetzt bin ich aber mal gespannt, ob es jetzt klappt oder nicht. Gorgi. We love Lisa. Ja, jetzt klappt es. Es klappt, es klappt. Wer ist da? Genova. Der ist doch schon da. Der ist doch schon da. Neuer Freund. Lugia! Das hört sich doch gut an. So, du kannst nach Hause. Du schläfst schon. Du schläfst da. Und du bist da. Gut, dann machen wir hier aufwecken und in Kinderbett legen. Und dann kannst du auch schlafen gehen. Dann leg du einmal im Kinderbett. Reste essen Waffeln und schlafen gehen. So, dann wär's das für heute gewesen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!